Hallo zusammen. Heute zeige ich euch meine Top 5 Alexa-Routinen, welche ich täglich verwende. Los geht's nach dem Intro. Viel Spaß beim Video. Ich bin hoffentlich nicht der Einzige, der auch öfters mal nachts aufs Klo muss. So habe ich mir eine Routine gebaut, die dann automatisch das Licht anmacht, sobald ich aus dem Bett komme. Ich nenne diese Routine liebevoll den nächtlichen Pipigang. Sobald ich aus dem Bett komme, erfasst der Bewegungsmelder die Bewegung und schaltet automatisch die Lichter an bis zum Bad. So muss ich niemals das grelle Deckenlicht anmachen oder einen Lichtschalter suchen. Sehr praktisch. Als Bewegungssensor benutze ich die günstigen und batteriebetriebenen Arcara-Sensoren und für die Lichtsteuerung benutze ich die Philips Hue Bridge. Die Routine ist im Prinzip ganz einfach aufgebaut. Sobald der Bewegungssensor zu einer bestimmten Uhrzeit die Bewegung erfasst, geht das Licht an. Nach 5 Minuten Wartezeit geht automatisch wieder das Licht aus. So muss ich auch mitten in der Nacht nicht den Lichtschalter suchen, um das Licht wieder auszumachen oder einen Sprachbefehl tätigen. Die nächste Routine ist einer meiner Liebsten. Wie smart ist es, zu seinem Briefkasten zu laufen, obwohl man nicht weiß, ob Post drin ist oder nicht? Hierfür habe ich einfach einen Bewegungssensor, ebenfalls von Arcara, in den Briefkasten reingebaut und eine Routine erstellt. Und schon werde ich benachrichtigt, ob ich heute Post bekommen habe oder eben nicht. Die Routine sieht aus wie folgt. Sobald der Bewegungssensor im Briefkasten Bewegung erfasst, bekomme ich eine Benachrichtigung auf mein Handy, dass ich Post erhalten habe. Kommen wir zur dritten Routine. Und das ist die Netflix and Chill Routine. In dieser Routine wird automatisch der Fernseher angeschaltet, der Fire TV Stick und die Lichter im Schlafzimmer gedimmt. Zudem wird automatisch auf dem Fire TV Stick Netflix gestartet, sodass ich direkt in Netflix reinstarten kann. In der App sieht die Routine aus wie folgt. Sobald der Sprachbefehl Netflix und Chill fällt, schaltet sich automatisch der Fernseher Hyperion, das ist mein selbstgebautes Ambilight, an, sowie auch die Bettlampe und die Nachttischlampe wird auf 1% gedimmt. Zusätzlich schaltet Alexa in einem Custom Command Netflix auf dem Amazon Fire TV Stick. Und schon kann man Netflix schauen. Kommen wir zu meinen beiden Schlafengehen-Routinen. Die sehen aus wie folgt. Mit dem Sprachbefehl Gute Nacht schaltet Alexa sämtliche Smart Home Geräte aus. Nur eine Nachttischlampe lässt sie an. Da ich meistens noch vor dem Schlafengehen an meinem Handy bin, ist es jedoch schon komplett Schlafenszeit. Dann habe ich noch einen weiteren Befehl, der heißt Schlafen. Und der schaltet letztendlich die Nachttischlampe aus und auch sonst nochmal alle Smart Home Geräte, die eventuell für sich vielleicht schon wieder selbst eingeschalten haben oder vielleicht habe ich sie auch eingeschaltet. Kommen wir schon zu meinen beiden letzten Routinen. Und das sind die Routinen, in denen ich meine Wohnung verlasse. Hierfür habe ich auch zwei Routinen angefertigt, einmal für das kurze Verlassen der Wohnung und einmal für das längere Verlassen der Wohnung. Die Routine Ich bin kurz weg sieht aus wie folgt. Hier werden mein Ventilator, mein PC sowie auch die Nachttischlampen und alle anderen Lichter ausgeschalten. Wenn ich nur kurz weg bin, dann möchte ich natürlich nicht, dass der Staubsaugroboter erst halb fertig ist, wenn ich nach Hause komme. Daher habe ich das in eine zweite Routine gepackt. Und die sieht aus wie folgt. Die Routine wird gestartet mit dem Befehl Ich bin länger weg. Anschließend startet automatisch der Staubsauger und es werden alle Lichter ausgeschalten. Einschließlich werden sämtliche Thermostate auf die Mindesttemperatur runtergeregelt. Diese Routine führe ich jedoch meistens über das neue Dashboard von Amazon auf meinem Fire HD Tablet aus, welches ich direkt an meinem Eingang gemountet habe. Zu dem neuen Amazon Alexa Dashboard habe ich übrigens auch ein eigenes Video gemacht. Dieses findet ihr oben in der Infobox. Und das waren sie, meine Top 5 Amazon Alexa Routinen, welche ich täglich in Verwendung habe. War etwas Neues dabei? Dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Über das Aktivieren der Glocke würde ich mich ebenfalls sehr freuen. Schreib mir doch gerne deine Alexa Routinen, die du täglich in Verwendung hast, unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.